Ja, Ramon Untersander mit 2-0 gewinnt gegen EHC Kloten heute heim. Das dritte Spiel gegen Kloten, das dritte Mal, wo er gewinnt. Was sagst du der heutigen Partie gegen Kloten? Ja, es war lang knapp gewesen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir die 3 Punkte haben. Und wie wir den Sieg geholt haben, ist schlussendlich, glaube ich, nicht so wichtig. Punkte sind das, die zählen. Und das haben wir heute sicher. Ja, wir haben die Punkte geholt und sind sozusagen zufrieden. Chancen hatten sehr, sehr viel. Also zeitweise hat er auf Luca Bolzhauser gekämmert, hat ihm fast leid tun können. Wie siehst du die Chancenauswertung heute? Ja, im ersten Drittel haben wir sicher viel zu wenig Schüsse gehabt. Dort sind wir sicher viel im Böckbesitz gewesen, aber immer außen herum gespielt. Wir haben, glaube ich, nur 4 Schüsse gehabt. Und aus 4 Schüssen ist es schwierig, Goal zu machen. Im zweiten Drittel haben wir viel mehr Schüsse nachher gehabt. Der Luca Bolzhauser hat sehr gut gehabt. Er hat, glaube ich, viele Big Saves gemacht. Wie gesagt, wir haben gewonnen und über das freuen wir uns. Jetzt geht es ja noch weiter Freitag mit Zug auswärts und dann noch das Heimspiel gegen Freiburg. Was ist jetzt noch das Ziel für die Woche? Das Ziel für die Woche ist ganz klar, nochmal 6 Punkte zu holen. Beide Spiele nochmal voll angreifen und nachher kommen wir in die Weihnachtspause. Wie schaust du auf die Partie gegen EV Zug am Freitag auswärts noch? In Zug ist es immer schwierig. Zug ist eine sehr gute Mannschaft. Das wird sicher nicht einfach. Ich denke, es wird ein anderer Rhythmus sein als heute. Wir müssen uns gut auf das vorbereiten und dann denke ich, sind wir eigentlich bereit für das Spiel.